Hey Leute, willkommen zurück hier zu einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Es gab endlich wieder hier einen wunderbaren neuen Snapshot, was alles neu hinzugefügt wurde. Schauen wir uns jetzt in diesem Video an. Ich möchte sagen, ich bin etwas krank, deswegen entschuldigt meine etwas leicht angeschlagene Stimme. Wenn ihr Bock habt auf mehr Minecraft 1.16 News, dann lasst unbedingt ein Like da. Abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr auch keine News mehr. Und ja Leute, dann würde ich sagen, legen wir auch direkt los. Wir sehen ja schon direkt hier im Hintergrund unseren heutigen Hauptcharakter. Und denn es geht heute hauptsächlich hier um die Piglins, die jetzt nach langem Warten endlich hinzugefügt wurden. Ich finde, die Modelle so sehen echt mega cool aus. Ist auf jeden Fall was anderes als die langweiligen Zombie-Pigmen, die wir immer im Nether hatten. Jetzt mal endlich mal hier was Neues zu sehen. Die Piglins schauen wir uns heute an. Wir schauen uns heute an, was mit den Hoglins los ist, denn die haben jetzt endlich mal ein paar Funktionen bekommen. Des Weiteren gibt es noch viele andere coole kleine Änderungen, die wir uns heute anschauen. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal direkt hier los. Und zwar mit der eigentlich langweiligsten Sache, und zwar kann man jetzt hier einen Wither nicht nur aus Soul Sand bauen, normalerweise kriegen das ja hier so, Soul Sand hinbauen, die drei Wither-Köpfe drauf, jetzt kann man auch hier aus der neuen Soul Soil, also aus der Seelensand-Erde, kann man jetzt auch endlich mal einen Wither machen, wenn man das gerne möchte, also das funktioniert auf jeden Fall. Ich werde es einfach jetzt nicht machen, sonst ist hier am Ende nichts mehr da. Dann schauen wir uns als nächstes mal hier die wunderbaren Piglins an, die sehen einfach unglaublich cool aus hier mit ihren Ohren, sehen wirklich aus wie ein Schwein so ein bisschen, aber auf jeden Fall richtig cool hier, wie die aussehen, und die kommen halt immer mit unterschiedlicher Ausrüstung vor. Ihr seht schon, manche haben Goldrüstung an, das kann sein, oder die haben halt keine Goldrüstung an. Verschiedene Teile, der hat jetzt hier einen Helm und Hose, und der hat hier vorne die Schuhe. Mit einem Goldschwert noch, oder halt mit einer Armbrust können die euch attackieren. Wichtig ist, diese Piglins und Hoglins spawnen nur hier im Crimson Forest. In dem Warp Forest, also dem blauen Gegenstück hierzu, spawnen die nicht. Denn das hier ist der gefährliche Wald sozusagen, und der Warp Forest, da spawnen zwar ein paar Endermen, aber der ist jetzt auch nicht ultra gefährlich wie jetzt hier dieser Wald. Wir haben jetzt halt hier diese Viecher, die laufen jetzt hier alle frei rum. Und was vielleicht ganz wichtig zu sagen ist, die bilden so eine Art Ökosystem. Das heißt, die Piglins hier, die werden die Hoglins jagen, wenn sie Hunger haben. Ansonsten leben die hier miteinander. Das ist eigentlich ganz gut zu beobachten hier. Vielleicht werden wir es gleich mal im Laufe des Videos sehen, wo irgendwelche Piglins die Hoglins mal angreifen. Und die Hoglins wissen natürlich, sich auch zu verteidigen gegen die Piglins. Aber nochmal zu den Piglins hier zurück. Die greifen uns eigentlich immer an, sobald wir hier im Survival-Modus drin rumlaufen, werden wir von denen angegriffen, aber es gibt da eine Ausnahme, und zwar sind die ziemlich vernarrt in Gold, also die lieben Gold, da sieht man schon an ihrer Ausrüstung, und wenn ihr halt sozusagen, kommt der gerade her, wenn ihr quasi auch euch Goldrüstung anzieht, oder zumindest einen Teil der Goldrüstung, reicht auch schon, wenn ihr einen Helm anhabt, dann denkt ihr so, jo, der ist cool, den müssen wir nicht angreifen, der denkt genauso wie wir. Und dann greifen die Piglins euch nicht mehr an. Das ist absolut genial gemacht, wie ich finde. Und ihr könnt mit den Piglins auch tauschen. Das heißt, ihr habt hier Gold-Ingots. Ist jetzt schon, jetzt gucken mich jetzt alle hier schon an. Und die würden dann jetzt hier, wenn wir jetzt mit dem hier rechtsklicken, beispielsweise mir hier irgendein random Item geben aus dem Nether hier. Da können, ich weiß nicht, glaube ich, ganz gute Items dabei sein. Ich habe jetzt ein paar Sachen ausprobiert. Also so ultra krasse Sachen kamen da bis jetzt noch nicht raus. Aber man kann auf jeden Fall das vielleicht auch noch in späteren Updates noch weiter ausbauen, dieses Trading-System. Ich weiß auch nicht, wenn man jetzt mit einem die ganze Zeit tradet, ob dann irgendwann bessere Items kommen oder so. Das müsste man halt mal in einem Langzeit-Test herausfinden. Oder das könnte vielleicht auch noch von den Entwicklern, falls es jetzt nicht drin ist, noch hinzugefügt werden. Das finde ich auf jeden Fall eine coole Idee. Aber es ist auch noch was ganz Neues hier, mit diesen Leuten so zu handeln. Nicht wie mit dem Villager, mit dem Interface. Man kann ja einfach tauschen, Gold gegen irgendwelche Items hier aus dem Nether. Ihr seht schon hier, da ist ordentlich was los. Hier vorne, hier sind richtig viele Viecher. Ich glaube gerade mal hier vorne, ich glaube, die sind gerade auf der Jagd, oder? Sind die auf der Jagd? Nee, okay. Schade. Kommen wir zu den nächsten Sachen. Und zwar sind das hier vorne die wunderbaren Hoglings. Und das sind wirklich mega coole Viecher. Im letzten Snapshot haben die nur Rotten Flash gedroppt und sonst gar nichts. Das war ein bisschen langweilig. Da habe ich mich, glaube ich, ein bisschen versprochen. Ich habe gesagt, ja, jetzt kann man sich im Nether endlich ernähren, weil die Rotten Flash droppen. Das war nicht so geplant. Die sollten eigentlich Schweinefleisch droppen. Und das tun sie jetzt auch. Ich kann mir kurz mal hier ein wunderbares Dierschwert nehmen. Wir schauen uns nochmal kurz die Hoglins hier an. Ja, sehen ganz schön aus, wie man sie kennt. Ach genau, ganz wichtig. Ihr könnt hier mit dem Crimson Fungi, also diesem Pilz hier, dem roten, die paaren. Und dann bekommt ihr nach etwas kürzerer Wartezeit eigentlich auch ein wunderbares kleines Baby hier raus. Die sehen halt so aus, sind relativ niedlich. Die greifen euch auch nicht an. Und die werden auch nicht von den, hier von den Piglin-Babys angegriffen, weil die würden sich irgendwie so vertragen. Ach, guck mal hier.
Da kam gerade das Baby raus, glaube ich, oder? Ja, sehr gut. Jetzt können wir die Viecher hier auch töten. Bisschen brutal jetzt, aber ja, was soll's. Wir müssen mal kurz schnell gucken. Zack, die droppen Leder und wunderbares Schweinefleisch. Das heißt, wir können jetzt hier Nether überleben. Aber es gibt eine coole Funktion, wie ich finde. Und zwar gibt es Schwachstellen. Das heißt, die Piglins haben eine Schwachstelle und die Hoglins haben eine Schwachstelle. Und das sind jeweils die Sachen, die ihr in dem anderen Waldbiom findet, also in dem Warp Forest. Das heißt, ihr könnt jetzt hier beispielsweise, also mit den Übergängen müssen die, glaube ich, hier auch nochmal überarbeiten. Das ist ein bisschen kracke gemacht, finde ich, aber es geht aktuell. Aber es ist ja noch eine frühe Version hier, aber es sollten die auf jeden Fall mal vielleicht ein bisschen smoother machen, diesen Übergang. Ihr könnt jetzt hier, wenn ihr diese Pilze hier nimmt, wenn die Pilze jetzt hier hinbauen, seht ihr schon, hier, die machen sich aus dem Staub. Die haben Angst vor diesen Pilzen. Und deswegen kann man sich so gegen diese Viecher ganz gut verteidigen, auch wenn die eigentlich nicht direkt angreifen. Aber die Hoglins, wie gesagt, sehr gefährliche Leute. Deswegen haben die auch eine Schwachstelle, und zwar blaues Feuer. Und das ist eigentlich egal, in welcher Form. Ob er jetzt einfach das hier so anzündet. Guck, die rennen direkt weg. Der jetzt gerade, doch, der rennt auch weg. Guck, ihr seht schon, wer das gesehen hat, rennt er weg. Das geht natürlich auch hier mit blauen Laternen. Da rennen die genauso vorweg. Und was auch geht, ihr könnt einfach hier blaue Fackeln platzieren. Wo haben wir noch irgendwelche denn hier rumlaufen? Hier, guck mal hier, wir retten den mal gerade. Zack. Und jetzt rennt er hier vor dem blauen Licht weg. Finde ich wirklich mega coole Gameplay-Mechanik, weil dann ist es halt so, dass die einfach euch nicht angreifen können. Wenn ihr um euch drum herum hier die blauen Fackeln baut, seid ihr dann, glaube ich, ganz gut geschützt. Oder ihr zieht einfach die wunderbare Goldrüstung an. Des Weiteren gibt es eine Funktion, die ist jetzt noch nicht allzu sinnvoll. Ich kann mir auch kurz mal den Goldblock mal rausholen. Denn wenn ihr einen Goldblock irgendwo stehen habt und die Piglins euch nicht angreifen, auch wenn ihr Gold, ihr habt Goldrüstung an, baut den Goldblock ab. Auch wenn ihr Goldrüstung anhabt, greifen die euch danach an. Genauso, wenn ihr Kisten in der Nähe von ihnen öffnet, dann sind die richtig aggressiv auf euch und greifen euch an, egal was ihr gemacht habt. Das ist eine Funktion, die aktuell ziemlich useless ist, aber später, wenn es vielleicht mal irgendwelche größeren Dungeon-Strukturen oder Castle es geben sollte hier in Minecraft, dann kann das auf jeden Fall mega cool werden. Und ich stelle mir das wirklich mega witzig vor, das dann so zu machen. Wir können mal kurz hier nochmal so ein Piglin nehmen und dann mal kurz in die normale Welt uns nochmal in die normale Welt gehen. Denn wenn wir hier in der normalen Welt ein Piglin spawnen, ist ja schon hier, der rastet richtig aus, der bleibt stehen und verwandelt sich dann in einen Zombie eigentlich. Hallo? Was verwandelst du dich nicht? Jetzt verwandel dich in einen Zombie, bitte mal hier. Da hat er sich schon verwandelt hier, ein paar Effektpartikel. Und jetzt hat er sich hier in den Zombie-Pigman verwandelt. Auf jeden Fall eine ganz coole Sache, wie ich finde, aber hätte ich nicht unbedingt gebraucht, aber es soll einfach, glaube ich, ein Schutz davor sein, dass man diese Piglins nicht in die normale Oberwelt transportieren kann. Finde ich deswegen hier auch ganz cool. Und das war es eigentlich auch schon wieder. Soweit an den neuen Funktionen hier. Für den Snapshot 20W07A war es das dann heute aber auch schon wieder. War, wie gesagt, ein kleiner Snapshot, aber wenn ich was ehrlich sagen kann, ich bin absolut hyped auf das 1.6 Update. Es wird einfach so cool mit den neuen Piglins, den Hoglins und ihren neuen coolen Funktionen. Ich bin gespannt, was es für neue Dungeons geben wird, wo diese Mechanik mit den Kisten eingebaut werden kann und einfach auf vieles, vieles mehr. Da habe ich richtig Bock drauf, Leute. Und wenn ihr auch Bock drauf habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Jetzt könnt ihr im Video noch hier gerne einen Like da lassen. Das freut mich immer sehr. Wenn ihr keine neuen Videos verpassen wollt, dann unbedingt abonnieren, Glocke aktivieren. Man sieht sich im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute, und tschüss.